So, ich begebe mich jetzt hier an dieses Pult und hoffe, dass mich alle sehen und hören auf der ganzen Welt möglicherweise. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Mal eben dann auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über unseren Ceres YouTube-Kanal. Und schon haben wir ein kleines Problem technischer Art, was wir schnell beheben können. Einen Moment. Das Gute ist, dass man daran erkennen kann, dass der Ton funktioniert, weil wir gerade unser eigenen Ton hier nochmal gehört haben. Also, Sie sehen uns nach. Wir sind Religionswissenschaftler und keine YouTube-Spezialisten. Das heißt, wenn die ein oder andere technische Panne heute sich einstellen sollte, dann, ja, wie gesagt, sehen Sie es uns nach. Ja, der Vortrag heute Abend oder die ganze Reihe, die wir hier haben, es zählt zu den vornehmsten Aufgaben des Wissenschaftlers und der Wissenschaftlerin, Forschungsergebnisse eben nicht nur im kleinen Kreis des Kollegiums zu präsentieren, sondern auch eine breitere interessierte Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen. Und wir als Zentrum für religionswissenschaftliche Studien, Ceres, wir tun das seit vielen Jahren auch in verschiedenen Formaten. Das können Ausstellungen sein, Schülerlabore oder auch Videoclips seit einiger Zeit und natürlich auch öffentliche Vorträge. Unsere heute startende Vortragsreihe trägt den, wie ich finde, sehr schönen Titel: Eine Religion kommt selten allein. Streifzüge durch die Religionsgeschichte. Die Reihe nimmt Themen auf, die wir in einem großen Forschungsverbund bearbeitet haben, der hier am Ceres angesiedelt war, 14 Jahre lang angesiedelt war, namentlich das Käthe-Hamburger Kolleg, Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien und Europa. Es sind, wie der Name es andeutet, Themen aus der langen Geschichte der Religion. Wir fangen heute mit dem alten Orient an und gehen dann bis in das moderne Ruhrgebiet im Zuge unserer Veranstaltung, also im Zuge der Reihe, die ja bis Februar andauert. Besonders wollen wir uns in der Reihe mit Momenten beschäftigen, in denen Religionen eben nicht allein sind, sondern mit anderen religiösen Traditionen in Kontakt treten und sich dadurch wandeln. Konkret werden wir ab heute, eben bis zum 14. Februar, sechs Vorträge hören. Heute wird Rosel Kjenka-Hinz uns mit in den alten Orient nehmen, wie schon angekündigt. Volker Krech spricht dann am 10. Januar zur religiösen Vielfalt im Ruhrgebiet und am 17. Januar wird Kianos Resania die für uns alle relevante Frage klären, was mit der Seele nach dem Tod passiert. Licia Di Giacinto spricht dann am 24. Januar zur Entstehung des Daoismus im alten China. Knut Stünkel in der Woche darauf zum Konzept des Geheimnisses im Religionskontakt. Und schließlich Carmen Meinert am 14. Februar über tantrisch-buddhistische Ritualpraxis in Zentralasien. Die Termine finden Sie natürlich auch nochmal auf unserer Webseite. Ja, und dass unsere Vortragsreihe online via YouTube stattfindet, hat Gründe, die Ihnen alle nur allzu bekannt sind. Es ist für uns ein neues Format. Sie haben schon gesehen, es klappt noch nicht alles technisch, aber wir sind dabei, das hier, denke ich mal, ganz gut in den Griff zu bekommen. Das Format bietet natürlich auch Chancen. YouTube hat, wie ich nachgesehen habe, 2 Milliarden Nutzer, womit sich das Potenzial möglicher Zuschauerinnen und Zuschauer heute Abend gegenüber selbst den größten Räumlichkeiten in Bochum signifikant erhöht. Zudem haben Sie alle die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen zu stellen. Wir haben natürlich nach dem Vortrag die Möglichkeit, hier eine Nachfragerunde zu stellen. Dazu schon direkt der Hinweis: Um Fragen zu stellen, müssen Sie bei YouTube eingeloggt sein, also sich da einmal einen Account anlegen, keinen Kanal anlegen, aber einen Account anlegen. Das werden Sie schnell herausfinden, wie das geht, und dann können Sie Fragen stellen. Ja, den Auftakt heute Abend macht, wie gesagt, die Kollegin Rosel Pienka-Hinz und sie wird vorgestellt vom Direktor des Käthe-Hamburger Kollegs von Professor Kianos Resania. Meine Damen und Herren zu Hause und liebe wenige Gäste hier am Ceres. Das ist meine eine große Freude, unsere erste Rednerin der Vortragsreihe vorzustellen, Privatdozentin Dr. Rosel Pienka-Hinz. Rosel Pienka-Hinz studierte altorientalische Philologie, altorientalische Archäologie und Semitistik an der Wilhelms-Universität Münster und der Philipps-Universität Marburg.
Sie promovierte mit einer Arbeit über das Ende der altbabylonischen Periode an der Universität Marburg. Und die Habilitationsschrift befasst sich mit der Darstellung des Skorpions in der altorientalischen Literatur. 2009 und 2010 war sie Gastwissenschaftlerin an unserem Keter-Hamburger Kolleg und wechselte von Skorpion zur Schlange und forschte über die Bedeutung der Schlange im Alten Orient. Und das ist das Thema des heutigen Vortrags. Nach einer Umhabilitation ist sie seit 2014 Privatdozentin an unserem Zentrum für religionswissenschaftliche Studien und lehrt und forscht zum Thema altorientalische Religionsgeschichte. Rosel Penska-Hinz Forschungsinteressen sind vielfältig und beinhalten generell Kultur- und Religionsgeschichte des Alten Orients und spezifisch unter anderem Mensch-Umwelt-Beziehungen, Tiersymbolik, Farbsymbolik und Beziehung von Recht und Religion. Die umfangreiche Publikation möchte ich natürlich nicht hier auflisten. Auf ein Buch von 1998 möchte ich hinweisen, die spätbabylonische Zeit, Jahresdaten, Quellengeschichte in Verlag Rehmer in Münster publiziert und ein Artikel Schlangenauge, das ist relevant für den Vortrag heute Abend, publiziert in Festschrift der verehrten Kollege Brigitte Groneberg. Rosel Penska-Hinz ist Projektleiterin eines Teilprojektes in unserem SFW Metapher der Religion. Die rechte Balance altorientalische Ordnungsvorstellungen zu Recht und Ordnung. Von Recht und Ordnung im alten Orient werden wir dann später hören, aber wir haben eine Spezialistin zu Schlange hier bei uns und ich freue mich sehr über den heutigen Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Janusz. Ich freue mich sehr, heute hier stehen zu dürfen und Ergebnisse, Teilergebnisse natürlich nur meiner Forschung in die Welt hinaus posaunen zu können. Es ist für mich auch neu, so etwas zu tun. Ich mache das mit gemischten Gefühlen, aber das passt ganz gut, denn heute geht es um Bedürfnisse. Jetzt habe ich das Bedürfnis anzufangen. Geht es? Okay. Alle Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Neben dem reinen Überleben, personalen Beziehungen und sozialer Anerkennung gehört auch eine umfassende Sinnbildung dazu. Meinen wir heute, gerade im Kontrast zu anderen, vielleicht längst vergangenen Kulturen, eine ausgesprochen wissenschaftlich rationale Sicht auf die Welt zu haben, in der für alles Argumente gefunden werden können und eine Technologie die andere ablöst? So bleibt doch immer ein Restbedürfnis übrig, nach Formen anschaulicher und eindringlicher Sinngebung. Menschen brauchen also Geschichten und Symbole, um ihrem Leben einen Sinn geben zu können. Symbole und auch Mythen sind dabei zeitlich und räumlich konstituiert. Sie hängen vom Bild der Geschichte und auch vom Bild des jeweiligen Kosmos ab, in das der Mensch sie einfügt und vor dem er sie als Zeichen erkennt. Man könnte auch sagen, Symbole gehören in ein Weltbild. Der Mythos wiederum setzt Weltgeschichte und Gottesgeschichte in eins, ebenso wie er die räumlichen Verhältnisse seines Weltbildes mit seiner Vorstellung von göttlichen Wirken verbindet. Heute möchte ich Sie, meine verehrten Zuhörer, in eine Welt entführen, die sich nicht nur in puncto Weltbild und Gottesvorstellungen stark von der unsrigen unterscheidet, sondern bereits durch ihre exotischen Umweltbedingungen und eine äußerst lange
die zu studieren seit circa 150 Jahren auf der Agenda der Altorientalistik sowie natürlich vieler weiterer benachbarter Studienfächer steht. Im Fokus heute soll die damalige Schlangensymbolik stehen, ausgewählt, weil sich gerade hier Beispiele für kulturelle Kontaktsituationen und den daraus entstandenen Transformationsprozessen aufzeigen lassen. Hier stehen die Religionsdynamiken, die uns ja hier so sehr interessieren, förmlich Schlange. Das Schlangensymbol. Wo immer auf der Welt Menschen ihren natürlichen Lebensraum mit Schlangen teilen, werden diese Tiere fast zwangsläufig, kann man sagen, Teil des vorherrschenden kulturellen Symbolsystems. Einerseits in der Erde wohnend oder in Bäumen und Sträuchern versteckt, andererseits im Reich des Wassers zu Hause oder sogar in der Luft. Schlangen erobern ganz unterschiedliche Bereiche, fügen sich in die Umgebung ein. Als Repräsentation von Naturkräften, zuweilen Gott gleich, als Protagonist von Schöpfungs- und Fruchtbarkeitsmythen oder als Symbol der Heilung, der Regeneration, der Harmonie, ja sogar der Ewigkeit, sind Schlangen auch in religiösen Praktiken geschätzte Teilnehmer. Etwa im Ahnenkult, in Initiationsriten oder bei Regentänzen. In manchen Kulturen ist das Tier so prestigeträchtig, dass es zum Symbol für die Macht des Königtums aufsteigt. Anderswo kann es in Verbindung mit Orakeln die ganze Bandbreite des Schicksals abbilden. Doch daneben offenbart sich noch eine andere Seite des Reptils. Als Symbol des Bösen und der Täuschung lauert es in Paradiesbäumen, wird es in riesenhafter Gestalt von Helden erschlagen. Beißende Schlangen können als rächende Kreaturen erscheinen. In apotropäischer, also übelabweisender Funktion schmücken sie Amulette. Sind sie Bestandteil medizinisch-magischer Verabreichungen. Ihr zwiespältiger Charakter wird als intelligent oder trickreich, zuweilen als weise, dann wieder als verschlagen und lügnerisch beschrieben. Die geschmeidigen Tiere verkörpern aber auch Sphären der Sexualität und Fruchtbarkeit, der Unsterblichkeit, der Instinkte und des Unbewussten. Die Bandbreite kultureller Bedeutung ist somit sehr vielfältig. Es scheint beinahe, Schlangen sind Allround-Künstler und in ihrer Ambivalenz unschlagbar. So kompliziert die Interpretation in vieler Schlangendarstellungen, egal ob in Texten oder Bildern ausfällt, so schwierig erweist sich die Antwort auf die allgegenwärtige Frage. Was sind die Gründe für diese weltweit spürbare Faszination für Schlangen? Wieso fühlt sich jeder sofort berührt, wenn er einem dieser Tiere begegnet? Woher stammt dieses enorme Potenzial zur Versinnbildlichung? Aus der Sicht der Anthropologen werden bereits sehr alte menschliche Erfahrungen für dieses universelle Phänomen verantwortlich gemacht. Da gibt es auf der einen Seite Vertreter extremer Meinungen, die sich Schlangen im Gehirn vorstellen. Das heißt, Schlangen als Agenten des evolutionären Wandels in Primatengehirnen sehen. Auf der anderen Seite suchen gemäßigtere Vertreter den Ursprung des Mythos an sich in den realen Erfahrungen verschiedener Völker, unter anderem in deren diversen natürlichen Begegnungen mit Schlangen. Der entscheidende Punkt scheint somit die menschliche Wahrnehmung zu sein. Denn der Mensch sieht die Schlange nicht, sondern er erlebt sie. Und diese Wahrnehmung der Schlange, besser gesagt, diese wahrnehmende Interpretation geschieht ohne und vor jeglichem sprachlichen Denken oder Begreifen. Jede Wahrnehmung ist notwendigerweise von Emotionen sowie Denk- und Willensimpulsen begleitet. So erleben wir den schlanken, glatten Leib, die glänzende, struppige Haut, den imposanten Kopf mit den großen, stets weit geöffneten Augen, das tiefe Maul mit der nie stillstehenden, gespaltenen Zunge, die schleichende Bewegung dieses geheimnisvollen Körpers, vorsichtig abwartend, dann plötzlich zielstrebig vorschnellend. Eindrucksvoll ist die Schlange als Jäger, wie sie sich anschleicht und ihre Beute packt, um sie im Ganzen herunterzuwürgen. Es ist
eine dramatische Erscheinung, Schlangen beim Kampf oder bei der Paarung zu beobachten. Wie verlautet, sind die Unterschiede geringfügig. Und auch die Häutung ist faszinierend. Wie die Haut zunächst trübe wird, die Augen verschwinden, dann endlich die Haut am Kopf aufreißt, um die neugeborene Schlange in ihrer ganzen Farbenpracht zu enthüllen. Dieses, wenn man so will, Urerlebnis ist mit einer synchronen Wahrnehmung der Umwelt verbunden. In Regionen mit nur spärlicher Vegetation erscheinen Schlangen als Geschöpfe der Erde. Dort, wo sie regelmäßig im Wasser verweilen, als Geschöpfe des Wassers. Im Wald vervollständigen sie die Zähne der Bäume und Äste. Die ach so komplexe Erfahrung der Begegnung ist also die erscheinende Schlange in der erlebten Erscheinung der Landschaft. Auf die Erscheinung folgt der Bezug, die Referenz. Der Beobachter setzt sich in diesem Fall mit der auftauchenden Schlange in einem jener Modi auseinander, die evolutionär gesehen auf sehr alten Referenztypen, also auf ererbten, angeborenen Prädispositionen beruhen. Die nahe Begegnung mit einer Schlange kann sicherlich als energetische Grundsituation, manchmal sogar als Grenzsituation, angesehen werden. Die menschliche Reaktion auf eine solche Situation ist immer funktionsabhängig, je nach aktueller Situation, der Verfassung des Menschen innerhalb der Begegnung, den Einflüssen von anwesenden Mitmenschen, den Reaktionsfähigkeiten oder der Einwirkung des kulturellen und historischen Umfeldes. Daraus ergeben sich vielfältige Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Schlangen. Von Antipathie und Angst bis zu unerschrockener Fürsorge. Von Verehrung und Bewunderung bis zur Betrachtung als willkommene Nahrungsquelle. Auf dieser Grundlage entwickelten sich die komplexen kulturell geprägten Bezüge, in deren Verlauf die Erscheinung der Schlangen über ihre biologischen Aspekte hinaus mit Bedeutung aufgeladen wurden. Und so geschehen auch im Vorderen Orient. Im Folgenden möchte ich anhand ausgesuchter Beispiele aufzeigen, wie es im Vorderen Orient zu solchen Bedeutungsaufladungen gekommen ist, welche Umwelteinflüsse dabei eine tragende Rolle gespielt haben und wie die Dynamik der jeweiligen kulturellen Kontaktsituation beschrieben werden kann. Wir kommen zu den frühen Stadtkulturen im 3. Jahrtausend vor Christus. Also, wie man so schön sagt, im Morgengrauen der Geschichte. Am Ende des 4. vorchristlichen Jahrtausends in der Region des alten Vorderen Orients. Die ersten urbanen Zentren entstanden, nämlich die von Sumer im südlichen Irak, dem im Osten angrenzenden Elam, heute iranischer Boden, und Ägypten. Da führten dynamische Zentralisierungsprozesse zu einer weitreichenden Umverteilung der Ressourcen. Rohstoffe, Manufakturwaren sowie Menschen mit oder ohne professionelle Expertise wanderten aus dem Hinterland, aber auch aus entlegeneren Gebieten in die Zentren hinein, wo sie mehr oder weniger in die existierende Ordnung integriert wurden und oftmals neue Kenntnisse und Ideen mitbrachten, die die bestehenden Standards beeinflussten. Von besonderem Interesse wird im Folgenden zunächst die Schwemmlandebene Südmesopotamiens sein und damit eines der wichtigsten urbanen Zentren dieser Frühzeit, das gemeinhin als archaisches Uruk bekannt ist. Hier haben spezifische Lebensbedingungen zu extensivem Handel geführt. Zwar gab es fruchtbares Land und reiche Jagd- und Fischgründe, aber abgesehen von Bitumen, Salz, Lehm, Schilfrohr und Wasser fehlte es an natürlichen Ressourcen wie Holz, Stein und Erzen, somit den langlebigen und widerstandsfähigen Materialien, die für den Ausbau der aufblühenden Städte so heiß begehrt waren. Dies stand in deutlichem Gegensatz zum angrenzenden iranischen Hochland, welches reich an natürlichen Ressourcen war, gleichzeitig aber auch schwer zugänglich, da es durch das Zagros-Gebirge vom Tiefland abgeschirmt wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Urbanisierung des mesopotamischen Südens nicht losgelöst von der des iranischen Hochlandes betrachtet werden darf. Denn
Beide Regionen haben sich zu allen Zeiten übrigens im ständigen kulturellen Austausch entwickelt. Entweder im Zuge friedvoller Handelsbeziehungen oder durch kriegerische Beutezüge. Manche sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem sumerischen Eldorado. Insgesamt blieb das Verhältnis Mesopotamiens und des Iran durch die Jahrtausende von einem Wechselspiel militanter und friedlicher Episoden geprägt. Dabei nahm der westlichste Teil des iranischen Gebietes, die sogenannte Susiana, also das heutige Khuzestan, eine Zwischenposition ein. Denn es lag noch westlich des Zagros-Gebirges in der Verlängerung der Flusstäler von Euphrat und Tigris, nicht weit entfernt vom südmesopotamischen Sumer. Und es zeigt sich, dass gerade in dieser Kontaktzone an der Grenze zwischen der sumerischen und der elamischen Kultur spezifische Akkulturations-, aber auch Abgrenzungsprozesse beobachtet werden können. Denn Susa, die Hauptstadt dieser nach ihr benannten Region Susiana, stand stets in engem Kontakt mit den Bewohnern Mesopotamiens auf der einen Seite und mit den Nomadenvölkern der nördlichen und östlichen Bergtäler auf der anderen Seite. Hier fand ein Großteil des Austausches statt zwischen den großen Stammesgebieten Irans und dem mesopotamischen Tiefland. Mit anderen Worten, wir haben es mit zwei sehr unterschiedlichen geografischen Regionen zu tun, einer Bergregion und einer Schwemmlandebene mit einem dazwischenliegenden Gebiet am Fuße des Gebirges. Und da wir wissen, dass unterschiedliche Umweltbedingungen sowie klimatische Veränderungen einen großen Einfluss auf die kulturellen Entwicklungen hatten, möchte ich kurz auf die spezifischen natürlichen Unterschiede jederzeit hinweisen. Das mesopotamische Euphrat-Tigris-Flusssystem im heutigen Südirak wurde von ausgedehnten Sumpfgebieten beherrscht. Dieses Feuchtgebiet-Ökosystem kann als eine seltene Wasserlandschaft in diesem Teil der Welt betrachtet werden. Das allgemeine Klima in Südmesopotamien war subtropisch, das heißt heiß und trocken. Daher lebten und leben noch heute die Menschen am nördlichen Ende des Persischen Golfs in ausgedehnten Überschwemmungsgebieten mit riesigen permanenten Seen, Sümpfen und einer Wasservegetation, die hauptsächlich aus Schilf und Binsen besteht. Die ganze Region ist sehr fruchtbar. Das sumpfige Land ist Heimat von Wasservögeln, Eidechsen, Schlangen natürlich, Fröschen und Fischen, aber auch Wildschwein und Gazellen. Dieser archaische Abdruck eines Rollsieges, der eine Jagdszene darstellt, gibt uns eine Vorstellung von den antiken Lebensbedingungen. Ein anderes Rollsiegel zeigt eine Viehzuchtszene, bei der Kuhherden mit ihren Kälbern in Schilfhütten untergebracht sind. Bemerkenswert, dass sich der Architekturstil bis heute bewahrt und somit bewährt hat. Weiter im Norden geht diese Wasserlandschaft in eine völlig andere über. Eine kargere Region mit Steppen und Wüsten, in der neben anderen Tieren vor allen Dingen auch Löwen zu finden sind. Hier waren die Menschen in hohem Maße von einem gut funktionierenden Bewässerungssystem abhängig, um der landwirtschaftlichen Arbeit nachgehen zu können. Aufwendige Bewässerungsnetze versorgten die Schwemmlandebene zwischen den Flüssen. Diese Projekte wurden durch ein zentralisiertes politisches System ermöglicht, das über viele Jahrhunderte hinweg Dämme, Kanäle, Deiche und Wasserhebeanlagen baute und unterhielt. Aber es gab auch Schatten im Paradies. Schon die Bedrohung durch Dürre und Hungersnot war ständig präsent, aber paradoxerweise auch das Problem von zu viel Wasser nicht unbekannt. Die jährlichen Überschwemmungen von Euphrat und Tigris bedrohten regelmäßig die jungen Ernten, die ungünstigerweise im Frühjahr vor der Frühsommerflut gepflanzt werden mussten. Folglich waren diese Überschwemmungen als zerstörerische Wassermassen sehr gefürchtet. Hinzu kam, dass ganze Flüsse ihr Bett wechseln konnten, was im schlimmsten Fall Versteppungsprozesse zur Folge haben konnte, meandernde Flüsse auf ihrem unberechenbaren Weg. Und nicht zuletzt sollte eine weitere Gefahr, die alle Lebewesen und die Ernte bedrohte, nicht vergessen werden. Nämlich die furchtbaren Sandstürme, atemberaubende Wolken von Düsternis, die sogar vom
Weltraum aus sichtbar sind. Demgegenüber steht in starkem Kontrast die Landschaft des heutigen westlichen Iran. Und ich hatte das Glück, vor 2 Jahren zusammen mit meinem ganzen Team hier gemeinsam diese Gegend erkunden zu können. Das war ein absolutes Highlight meiner ganzen Forschungstätigkeit. Hohe Gebirgszüge an den Grenzen trennen die Schwemmlandebene in der Golfregion von den zentralen Hochebenen. Als geomorphologische Besonderheit dieser zentralen Hochebenen können wir bestimmen, die schneebedeckten Berggipfel, dann viele Wasserbecken ohne Abfluss ins Meer, Wasserläufe, die an den Gebirgsrändern entspringen, sowie Gebirgsflüsse, die in ausgedehnten Geröllflächen am Fuße der Berge enden, sodass man den Eindruck hat, die Berge würden in ihrem eigenen Schutt versinken. Steinerne Kreaturen, die aus dem Boden hervortreten. Und in diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der Iran eines der seismisch aktivsten Länder der Welt ist, sodass es immer wieder zu zerstörerischen Erdbeben kommt, die die Gebirgsmassive zum Beben bringen. Ein weiteres auffälliges Merkmal der Berglandschaft sind die Salzgletscher. Die entstehen, wenn ein aufsteigender Salzkörper die Oberfläche durchbricht. Salzströme, die Schneefelder imitieren. Abgesehen von diesem besonderen Phänomen war das halbtrockene Klima in den Mischwäldern gut für Leoparden und Geparden, Bären und Wildschweine, wilde Stiere, Hirsche und Wildesel, Greifvögel wie Adler und Geier und nicht zu vergessen wieder viele Schlangen und Skorpione. Weiter oben beherbergten die Mittel- und Hochgebirgsregionen vor allem eine Tierart, den beeindruckenden Steinbock. Und die Menschen? Vor allem die Täler boten gute Lebensbedingungen und wurden von den Menschen besiedelt. Wasser war in Form von Quell- und unterirdischem Karstwasser, aber auch in Form von Bächen, nach der Schneeschmelze vorhanden. Nichtsdestotrotz gab die große Hitze im Sommer Anlass zur nomadischen Lebensweise, sodass einige Gruppen von Menschen mit ihren Herden in höher gelegene Regionen zogen, gewissermaßen den Steinböcken hinterher folgend sozusagen. Hohe Berge auf der einen Seite, eine Schwemmlandebene auf der anderen und ein Zwischenbereich am Fuße der Hügel. Eine weite Interaktionssphäre mit einer Vielzahl lokaler Zentren tut sich auf. Haben die extremen klimatischen Bedingungen das symbolische Denken der Menschen sicherlich stark beeinflusst, insbesondere in Bezug auf Vorstellungen, die mit der drückenden Hitze und infolgedessen mit der Wasserversorgung zusammenhängen, so stellt sich die Frage, welche Strategien entwickelt wurden, um die Umweltkräfte zum Wohle der Menschen beeinflussen zu können. Neben natürlich technischen und administrativen Höchstleistungen lassen sich rituelle Anstrengungen erkennen, eingebettet in Symbolsysteme, die wiederum an die jeweiligen Ökosysteme angepasst sein müssen. Und Sie ahnen es schon, stark divergierende Ökosysteme, die sich in großer Nähe zueinander befinden und damit beeinflussen. Damit einhergehend unterschiedliche lokale Kulturstrategien, die den teils feindlichen Umweltbedingungen in sinnvoller Weise entgegentreten wollen, um letztlich das Überleben aller zu sichern. Geeint in dem Bemühen, eine verlässliche Wasserversorgung zu garantieren, hat sich in dem hier vorgestellten Interaktionsbereich ein Symbolsystem um vor allem 2 Protagonisten entwickelt. Schlange und Steinbock. In diesem Zusammenhang spielen auch noch der Löwe und der Greifvogel eine Rolle. Und übrigens, letztendlich können nur verlässliche Aussagen gemacht werden, wenn das komplette Symbolsystem der damaligen Fauna und Flora in seinem Variantenreichtum und den Interdependenzen studiert wird. Ein solcher Ansatz vorausgesetzt wird in meinem Vortrag heute aber eben die Besonderheit der Schlange in den Blick genommen. In Wissenschaftskreisen ist schon länger bekannt, dass Schlangen seit dem Chalkolithikum, also dem 5. vorchristlichen Jahrtausend, ein prominentes Element im Bildrepertoire der Stempelsiegel und der bemalten Keramik des gesamten fruchtbaren Halbmondes waren. Aber am auffälligsten vertreten waren und blieben sie für lange Zeit im, ja man kann schon fast sagen, schlangenbesessenen Iran, sowie in Nordmesopotamien. Hier im Iran repräsentiert das Reptil
auf symbolischer Ebene Wasser bzw. Wasserläufe, entsprechend der spezifischen Fortbewegung oft als gewellte Linien stilisiert. Jeder, der schon einmal eine Schlange über den Boden huschen sah, wird die Affinität zum Erscheinungsbild fließenden Wassers unmittelbar nachvollziehen können. Als Wesen des Wassers und des feuchten Untergrundes, demnach von aquatischem bzw. ktonischem Charakter, wurde die Schlange hier schon immer als starkes Fruchtbarkeitssymbol verehrt. Wie es etwa auch in der Vergesellschaftung mit Koitus-Szenen deutlich wird. Im Iran und in Nordmesopotamien waren die Menschen hochgradig abhängig von den periodischen Regenfällen und den aus dem Gebirge herabfließenden Wasserläufen. Viel mehr als im angrenzenden Südmesopotamien, wo die Sumerer ein aufwendiges Bewässerungssystem pflegten, die naturräumlichen Gegebenheiten, also ganz andere sozioökonomische Verhältnisse zuließen. So ist es nicht verwunderlich, dass das vor allem Wasserströme repräsentierende Schlangensymbol in den trockenen Gebieten des Ostens schon sehr früh in Erscheinung getreten ist. Während die Schlange das aus dem Boden kommende Wasser darstellte, kann das zweite Tier, der Steinbock, als das prominenteste Tier angesehen werden, das in den Hochgebirgsregionen lebte, also genau in der Region, in der die Schneeschmelze im Frühjahr begann. Bemalte Keramik aus Elam und zahlreiche Siegelabdrücke zeigen diese Tiere oft beim Klettern in den Bergen oder in Kombination mit Schlangen. Der meines Erachtens aquatische Charakter des Steinbocks, und das ist hier eine meiner besonderen Forschungsauskünfte, würde ich sagen, das wurde bisher noch nicht erkannt. Der aquatische Charakter des Steinbocks wird besonders deutlich, wenn das Tier mit aus seinem Körper entspringenden Wasserströmen abgebildet wird. Das sehen Sie rechts. Und ich habe noch weitere tolle Keramikbeispiele im Teheran im Museum gesehen vor 2 Jahren, die mal endlich publiziert werden müssten. Dann hätten Sie hier noch weitere Bilder zur Verfügung. In einer solchen Systematik darf dann ein drittes Tier zur... In einer solchen Systematik darf dann ein drittes Tier zur Darstellung der ach so wichtigen Regenfälle nicht fehlen. Und auch das ist hier abgebildet auf dem rechten Gefäß, aber nicht unmittelbar erkenntlich. Welches Tier wäre in dieser Region wohl besser geeignet als der noch über den Bergen schwebende große Beutegreifer, der Adler bzw. Geier? Können Sie ihn entdecken? Greifvogel, Steinbock, Schlange. Die drei perfekten Tiere, um die jeweiligen Herkunftsbereiche von lebensspendendem Wasser abzubilden. Alle drei finden sich auf Siegelbildern und Keramikbemalungen in beachtlichem Miteinander. Dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich Ihr Augenmerk noch auf eine ausgesprochen interessante Gestalt lenken, die sich gleichermaßen in den Bergen heimisch fühlt. Auf alten iranischen Siegelabbildungen, die im nomadischen Milieu des Zagros-Gebirges entstanden sind, zeigt sich nicht selten eine dominante Figur, die durch ihren Steinbockkopf gekennzeichnet ist und in der typischen Haltung des Herrn der Tiere mit Schlangen hantiert. Sieht das Mischwesen links im Bild zusammengesetzt aus einem Menschenkörper mit Schlangenhaut, dazu der Kopf eines Steinbocks und der Clou sogar Füße, die in einem gehörnten Steinbockschädel steckten? Sieht doch recht fantastisch aus. So ist der Betrachter nicht abgeneigt, die rechte Figur als verkleideten Ritualexperten mit Steinbockmaske und Brustschmuck einzuordnen. Das auffällig um den Hals des Schlangenhalters gelegte Amulett, womöglich eben diesen hier vorgestellten Siegelabdruck im Bild wieder aufgreifend, sozusagen den Kontext des Siegelabdrucks abbildend und um den Sitz im Leben des Objekts festzuhalten. Hier handelt es sich um ein Stilmittel, das nicht selten in dieser Frühzeit eingesetzt wird, einer Zeit, in der die später für uns als Quelle so wichtige Keilschrift noch nicht entwickelt worden ist. In dieser frühen Zeit übernehmen noch Bilder die Aufgabe des Geschichtenerzählens.
Und es soll nicht mehr lange dauern, dass das Medium des Rollsiegels mit seiner speziellen Möglichkeit des erzählerischen Endlosbandes, wenn man so will, erfunden und zum Einsatz kommen wird. Bildhaftes Medium zum zyklischen Erzählen. Zu diesem Siegel, eines der ersten seiner Art, werden wir gleich noch zurückkehren. Richten wir unseren Blick noch einmal auf den Mensch-Steinbock-Hybriden. So möchte ich Ihnen dieses Exemplar der nachfolgenden proto-elamischen Periode des dritten Jahrtausends nicht vorenthalten. Die nur 17 cm hohe Skulptur zeigt ein Wesen mit Steinbockhörnern und Greifvogelflügeln. Und man hat doch sehr den Eindruck, einen verkleideten nackten Mann mit Steinbockhörnerhelm, umgehängten Ziegenbart, um die Schultern drapierten Vogelbalg, Gürtel sowie in Hörner auslaufende Schuhe vor sich zu haben. Leider können wir nur erahnen, was diese in den iranischen Bergen beheimatete Figur ursprünglich in Händen gehalten hat. Aber ich denke, Sie haben eine Idee. Da die Figur aus dem Kunsthandel stammt und wir hier somit den ach so wichtigen Fundzusammenhang nicht kennen, bleibt uns nur, nach ähnlichen Figuren mit mehr Kontext Ausschau zu halten. Und wissen Sie was? Wir haben Glück. Nachdem ich im Laufe meiner Forschung tatsächlich jahrelang immer wieder auf diesen archaischen Rollsiegelabdruck vom Ende des dritten Jahrtausends geschaut habe, manche erinnern sich vielleicht, dass ich schon vor Jahren über dieses Siegel geredet habe und viel weniger wusste als heute. Dieser Abdruck, der seinerzeit von Marc Brandes auf der Grundlage von mehreren Teilsiegelabdrücken aus Uruk rekonstruiert worden war, ist es mir schließlich gelungen, meine ich, die dargestellte Geschichte zu entziffern. Der Schlüssel zum Verständnis liegt darin zu begreifen, dass die Handlung von rechts nach links gelesen werden muss. Dass Anfangs- und Endpunkt an anderer Stelle, als die Rekonstruktion es suggeriert, anzusetzen sind. Dass ein und dieselbe Figur in hintereinander folgenden Sequenzen agiert. Und dass wir hier eine Vorstufe zur Entwicklung der aus piktografischen Zeichen entstandenen späteren Keilschrift vorliegen haben. Interessanterweise ist das dazugehörige Siegel, das leider bis heute nicht gefunden worden ist, wir kennen, wie gesagt, nur die in Uruk gefundenen Abdrücke, mit höchster Wahrscheinlichkeit eben nicht in Uruk selbst entstanden, sondern im angrenzenden Elam, wahrscheinlich in Susa. Das ist gewöhnlich so. Haben wir nur die Siegelabdrücke, die auf solchen kugelförmigen, mit Zeltsteinen gefüllten Gleitbullen zu Handelswaren angebracht waren, ein weiterer Vorläufer der späteren Keilschrift übrigens, ist davon auszugehen, dass eben diese Siegelabdrücke von anderswo zum Fundort gebracht worden sind, um die Herkunft der Ware zu legitimieren und vor Missbrauch zu schützen. Doch jetzt lesen wir endlich mal unser Siegel. Der Ausgangspunkt wird somit bei der rechten roten Linie festgelegt und der Endpunkt bei der zweiten Linie weiter links. Ich übersetze und erspare Ihnen dabei aus Zeitgründen all die missglückten Interpretationsversuche der letzten Jahre kritisch zu kommentieren. Da steht, zur Zeit des Vogelflugs der Seeadler fängt ein spitzgesichtiger Mann mit vom Gürtel herabhängendem Zipfel zwei Schlangen und hält die sich windenden Tiere fachgerecht rechts und links. Danach, in der nächsten Episode, ist der Mann mit seinem Fang beim Tempel angekommen und agiert sicherlich im Innenraum des Gebäudes. Man muss wissen, dass Innen- und Außenbereich der Tempel in Siegelszenen aus Platzgründen oftmals nicht eigens voneinander getrennt sind. Er agiert also mit den Schlangen auf eine Weise, die diese entspannen lässt. Dabei hat sich der schon zuvor recht spärlich bekleidete Mann offensichtlich vollends entblößt, denn die Schärpe scheint nicht mehr vorhanden. Im heiligen Raum findet eine Verwandlung der zuvor wütend um sich schlagenden Tiere statt. Wenn man so will, eine sakrale Zähmung. Die kultische Nacktheit des Mannes nimmt die Idee der Transformation im Zuge eines Kleiderritus wiederum auf, wahrscheinlich begleitet von beschwörenden Worten,
zumal Schlangen und Ritualfachmann sich nun einander friedlich zuwenden. Anschließend, wenn Sie Ihren Blick jetzt ganz nach rechts wenden, werden die weiterhin friedfertigen Schlangen, ich nenne es mal im Zeichen des Skorpions, in die Wildnis zurückgetragen, und zwar verändert. Alles deutet darauf hin, dass es sich um ein Fruchtbarkeitsritual im Laufe des agrarischen Kalenders handelt, vielleicht der wichtigen Zeitspanne zwischen dem Beginn der Feldbestellung bis hin zur Aussaat. Und von ihrer positiven Wirkkraft zu profitieren, wurden die Tiere vorübergehend in einen sakralen Bereich überführt und im Anschluss rituell freigelassen. Ein Ritual, das aufgrund der auf die Leserichtung bezogen unendlichen Oberfläche des Wollsiegels nun wieder von vorn beginnen kann und im Weltverständnis der damaligen Ritualteilnehmer auch stets von vorn beginnen sollte, um den durch die Maßnahme erreichten Zustand auf Dauer bestätigen zu können. Das Rollsiegel übernimmt damit in dem ihm möglichen Medium die Aufgabe, die Erzählung vom Schlangenbändiger kontinuierlich fortzuführen. Die Identifikation des Ritualfachmanns als den aus späteren Texten bekannten sogenannten Schlangenbeschwörer ist schließlich aufgrund der beiden übrigen Figuren am oberen Rand der Zähne links neben dem Adler möglich. Und die hatten mir am meisten Kopfzerbrechen gemacht. Ein etwas kleinerer Mann mit einer Keule in den Händen samt einer einzelnen gewundenen Schlange rechts von ihm. Diese beiden Figuren, die sich nicht wirklich in die Szene einfügen, sind keine direkten Teilnehmer der Erzählung, sondern zwei Symbole einer rebusartigen Überschrift, die wiederum von rechts nach links zu lesen ist. Eine Schlange plus ein Viehtreiber, der mit seinem Stock üblicherweise Haustiere hütet. Beide Bildzeichen ergeben in Kombination die Bezeichnung einer Person, die Schlangen hütet, also den aus der etwas späteren sumerischen Zeit bekannten Schlangenbeschwörer, sumerisch Mushlach, was wörtlich Schlangentreiber bzw. Schlangenhüter bedeutet. Und damit haben wir den ersten sicheren Beleg für diesen später in Mesopotamien bekannten Ritualfachmann aufgedeckt, und zwar in Elam, der Kontaktzone zwischen mesopotamischem Süden und iranischem Hochland. Sicherlich hat der Transport des Schlangenbändiger-Motivs von Susa nach Mesopotamien die Menschheit neugierig gemacht. Die in den Bergwelten des Iran schon seit Jahrhunderten bekannte Figur eines Mischwesens aus Steinbock, Greif, Schlange und Mensch wurde in Elam thematisch aufgegriffen, um ein besonderes Schlangenritual zu kreieren. Aber verändert. Der Ritualfachmann scheint dann äußerlich ein anderer gewesen zu sein. Vielleicht eher mit einer Vogelmaske versehen als mit einem Steinbockkopfputz. Aber die Funktion eines Vermittlers zwischen der ungezügelten Natur und der Menschheit hat sich übertragen. Und zwar weiter bis nach Mesopotamien. Zudem wird noch einmal deutlich, warum Menschen überhaupt mit Tiersymboliken arbeiten. Erst durch die Benennung eines Sachverhalts wird dieser greifbar. Waren die damaligen Menschen von der andauernden Sorge getrieben, eine ausreichende Wasserversorgung zu garantieren, so konnte die Manipulation der Schlangen als Sinnbild für die dem Wasser verbundenen Kräfte helfen, eine Beziehung zwischen der ungezügelten Natur und dem menschlichen Bereich herzustellen. Nur wenn ich meinen Freund oder auch Gegner kenne, kann ich mit ihm in Kontakt treten und fair handeln. Der Gedanke der Zähmung der bedrohlichen Natur setzt sich von nun an sowohl in Elam als auch in Mesopotamien fort, und zwar auf vielfältige Weise. Diverse Konfliktlösungsstrategien werden in unterschiedlichen Medien auf vielfältige Weise entwickelt. Dieses ebenfalls in der archaischen Uruk-Zeit gefertigte Rollsiegel hebt den Gedanken der Vermittlung über Tiersymboliken noch einmal auf eine andere Ebene. Meisterhaft in der Darstellung kosmischer Ausgewogenheit sehen wir zwei unterschiedliche Mischwesen. Löwenköpfige Adler mit Adler in Beutefanghaltung sowie Paare von Schlangenhalslöwen, deren Hälse, ich möchte schon fast sagen, liebevoll miteinander verschlungen sind, die hochgeschwungenen Schwänze den Löwenadler beinahe umfangend.
Hier können wir wahre Deeskalationsprozesse beobachten, da die Prototypen der irdischen Aggressoren, die Löwen, wie auch der atmosphärischen Naturgewalten, die löwenköpfigen Adler, durch das Konzept der, wie ich es nenne, harmonischen Schlangenverdrehung und weitere Symmetrien erzeugenden Merkmale neutralisiert werden. Die aggressive Kraft des Löwen, somit desjenigen Tieres, das sich in der trockenen Steppe außerhalb der behüteten Städte und Dörfer behaupten kann, erscheint dabei am Himmel und auf der Erde. Lebensbedrohliche Kräfte wie Sandstürme und Feindeinfälle bekommen ein Gesicht und werden somit ansprechbar und handhabbar. Und das auf sinnvolle Weise. Dem antiken Künstler gelingt es hier auf ikonografischer Ebene, ein stilistisches Mittel zu entwickeln, um chaotische und ansonsten unkontrollierbare Kräfte zu neutralisieren, um eine ausgewogene Harmonie, eine neu strukturierte und friedliche Welt zu schaffen. Und dies geschah wiederum im Interaktionsbereich der elamischen und südmesopotamischen Kultur, wo die Kreativität, neue Symboliken zu entwickeln, förmlich in der Luft lag. Ist die Darstellung somit als Ausdruck einer spannungsgeladenen Atmosphäre zu sehen, die es zu besänftigen galt? Die verschlungenen Schlangenhälse sind ausschlaggebend für die Deutung. Normalerweise sind Landschlangen Einzelgänger, es sei denn, sie wollen sich paaren. Dann umarmen und drücken sie sich in verschlungenen Bewegungen, manchmal für mehrere Tage. Ein ähnliches Spektakel wird durch zwei liebestolle, konkurrierende Männchen geboten, die sich während eines ritualisierten Kampfes in ähnlicher Weise umschlingen und versuchen, den Kopf des Gegners auf den Boden zu drücken. Wahrscheinlich fanden beide Versionen dieser Schlangenwindungen Eingang in das altorientalische Bildrepertoire. Da beide Situationen eng mit der Fortpflanzung zusammenhängen, mag das Unvermögen, sie auseinanderhalten zu können, nebensächlich oder vielleicht sogar gerade spannend gewesen zu sein. Zwei verschlungene Schlangen, Verkörperung des männlichen und weiblichen Prinzips, betonen in Kombination mit der in Uruk so prominenten Rosette, hier wiederum Teil eines Siegelabdrucks, das spätere sumerische Motiv fruchtbaren Lebens. Da ist nichts, was auf ihre Gefährlichkeit, Aggressivität oder sinistren Charakter hindeuten würde. Gleiches gilt für Situationen, in denen das Schlangenpaar, wie auf diesem Siegelabdruck oben, aus Vorratsgefäßen herauszuquellen scheint. Hier kündigt sich eines der wichtigsten sumerischen Konzepte ökonomischer Stabilität an. Der in späteren literarischen Texten so häufig gepriesene Überfluss, sumerisch Chengal, wörtlich, was hoffentlich sein wird oder es möge sein. Geschrieben mit einer Zeichenkombination, die ebenfalls mit dem Bild eines Vorratsgefäßes beginnt. Unten sehen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus der Zeichenliste der frühen piktografischen Zeichen, die später in ein weniger bildhaftes Keilschriftsystem überführt werden. In der jüngeren Ikonografie rechts wird dieser Überfluss dann durch eben solche überfließenden Wassergefäße dargestellt. Auf dem akkadischen Rollsiegel rechts sehen wir den nackten Begleiter des sumerischen Wassergottes Enki, gemeinsam mit noch heute in den südlichen Sumpfgebieten anzutreffenden Wasserbüffeln, ganz in seinem Element. Wie sehr die Kunstschaffenden dieser Zeit sich an dem Thema des Schlangenpaars abarbeiteten, zeigen auch diese Varianten eines bestimmten Siegeltyps jetzt aus Uruk. Und dies sollen die letzten Beispiele für heute sein, die Verflechtung in der Entwicklung von ikonografischen Repertoires und Schriftsystemen zu verdeutlichen. Wir sehen verschlungene Schlangen neben nach Beute greifenden Adlern. Hier findet nicht etwa ein Kampf statt, wie man im ersten Augenblick meinen sollte, sondern im Gegenteil wird durch die Bildkomposition strenge Symmetrie und Wiederholung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Tieren angestrebt. Es herrscht vielmehr ein Zustand des Friedens, ein harmonisches Miteinander, in dem die Schlangen um die Vögel herumfließen. Ja, manche sogar ihren eigenen Schwanz verschlucken, somit die Situation zusätzlich entschärfen und gleichzeitig eine gewisse Unendlichkeit symbolisieren. Vielleicht niemals versiegende Wasserströme. Mit dem Motiv der unendlichen Schlange wurde übrigens in dieser Zeit noch mehrmals experimentiert. So zeigt eine weitere Komposition aus Uruk die letzte Stufe der Entwicklung, das unendliche Schlangenband.
Diesmal Rinderköpfe in seiner Mitte. Ein Tier, das bisher noch gar nicht zur Sprache kam, im frühzeitlichen Uruk jedoch von größter Bedeutung war und wohl auch aus diesem Grunde mit dem auf den ersten Blick unpassenden Schlangenpaar vereint werden sollte. Wieder lese ich dieses Motiv nach Rebus-Manier. Denn beide Gruppierungen können aufgefasst werden als grafische Umsetzung der beiden wichtigsten Konzepte von Fülle und Reichtum in dieser frühen Zeit Uruks. Wohltuender Regen, was auch die Abwehr von bedrohlichen Stürmen impliziert, und erfolgreiche Rinderzucht, das Markenzeichen der südmesopotamischen Stadt. In diesem Sinne verstehe ich Adler und Schlangen als Symbol für Wind und Wasser in harmonischer Zusammenkunft. So ist die später sumerische Zeichenkombination für Regen, Sheng, ebenfalls eine Mixtur aus den Zeichen für Wasser, sumerisch A, Himmel, sumerisch An, und Wind, sumerisch Im. Ohne das Element Wind lesen wir Regen, auch sumerisch Sheng gesprochen, aber A angeschrieben. Mit dem Element Wind lesen wir vielmehr Sturm. Im A, nun im A oder im A angeschrieben. Man vergleiche die aussagekräftigen späteren sumerischen Schreibungen von einem für den regenreichen Ostwind, Tuim Shenga, Wind, der Regen bringt, zum anderen die Bezeichnung Tuchengala, Wind, der Überfluss bringt. Als mächtigstes Tier der Lüfte war der Adler das perfekte Tier, den Bereich oberhalb der Erde zu repräsentieren. Atmosphärische Phänomene wie Wind und Regen inbegriffen. Und hier auf unserem Siegel ist es eben noch nicht der später so bekannte Löwenadler rechts im Bild, Symbol für verheerende Stürme, der dargestellt wird, sondern die harmlosere Variante ohne den aggressiven Löwenkopf. Der Stierkopf, gleichzeitig das Piktogramm für den Stier selbst, verbunden mit dem fruchtbaren Schlangen und in die richtige Harmonie gebracht, ist meines Erachtens Ausdruck der urukäischen Bemühungen um eine erfolgreiche Rinderzucht in dieser Zeit. Da galt der Samen des Stiers, sein Wasser, als ausschlaggebend. Denn schon im frühgeschichtlichen Uruk wurde eine unglaublich erfolgreiche Rinderzucht betrieben, die offenbar auch im kultischen Geschehen der Stadt eine enorme Rolle gespielt hat. Solche, wie auf diesem Siegel dargestellte Fütterungsszenen, suggerieren herrschaftlichen Schutz und sind Sinnbild der Verbindung zwischen dem urukäischen Herrscher und seiner ihm anvertrauten Herde, auch im auf seine Untertanen übertragenen Sinne. Alles zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in Uruk entwickelten Tierbilder weniger in einer expliziten Aktion abgebildet, als vielmehr in einem bestimmten Zustand gebannt werden. Einen Zustand, der durch eine wirklichkeitskonstituierende Maßnahme herbeigeführt, festgehalten oder gar abgewehrt werden soll. Und eine solche Konzeption universeller Beziehungen findet sich eben auch in unserem Siegelbild. Um das hier abgebildete dynamische Gleichgewicht halten zu können, wurden die harmonisierenden Kreaturen dann auch von religiösen Spezialisten gehegt und gepflegt. Und das sieht auf Siegelabdrücken des mesopotamischen Südens so aus. Ich lasse ganz bewusst mal Ihre Fantasie arbeiten. Und inwieweit waren in diesem Prozess der Harmonisierung die damaligen Herrscher eingebunden? Nun, interessanterweise präsentieren sich der Herrscher von Elam und derjenige von Uruk zwar mit gleicher Frisur, aber in unterschiedlicher Triumphhaltung. Auf einem in Uruk gefundenen Siegelabdruck demonstriert der elamische Herrscher links seine selbstverständliche Macht in typisch iranischer Pose mit Schlangen in den Händen, aber zudem auf einem Löwen stehend. Der mesopotamische Herrscher wiederum zeigt sich auf einer repräsentativen Stele im direkten Kampf mit diesen Tieren. Beide Anführer nehmen durch den unmittelbaren Kontakt die tierischen Kräfte in sich auf, machen die unterworfene Gewalt für sich und ihre Untertanen fruchtbar. Doch im Kontrast zum schlangenbändigen elamischen Herrscher tötet der mesopotamische seine Beute und opfert sie anschließend der göttlichen Macht im Tempel. Und in Mesopotamien liest sich dies der späteren Schriftrichtung gemäß von links nach rechts.
Die Schlange hatte keinen Platz in der königlichen Bildsprache Mesopotamiens. Sie war nie Teil des mesopotamischen Herrschaftsprogramms. Stattdessen wurde das prestigeträchtige Ritual der königlichen Löwenjagd aus der Idee der Tierbeherrschung abgeleitet und zu einer der beständigsten Darstellungen des mesopotamischen Königs. Ich hoffe nun, Ihnen einen Eindruck davon verschafft zu haben, inwiefern in dieser äußerst kreativen Phase frühgeschichtlicher Symbolentwicklung die Schrifterfindung und die Ausbreitung eines ikonografischen Programms, beides hochdynamische Systeme, durch umfassende Interaktion gekennzeichnet sind. An der Grenze zur Herausbildung anthropomorpher, also menschengestaltiger Gottheiten, stehen die Tiere und der Umgang mit diesen an prominenter Stelle. Natur und Kultur als zwei Teile eines Ganzen befinden sich dabei stets in einem dynamischen Miteinander, wobei Grenzen immer wieder neu verschoben werden und der damit einhergehende kulturelle Stoffwechsel neue Früchte hervorbringen kann. Ich bedanke mich. Ja, ganz vielen Dank, liebe Rosel, für den sehr schönen Vortrag. Und ja, auch das ist neu, dass natürlich jetzt Fragen einerseits aus dem hier anwesenden Kreis von Kolleginnen und Kollegen gestellt werden können und sollen und andererseits natürlich Sie, die Sie uns über YouTube zuschauen, ebenfalls die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wir müssen natürlich ein wenig umbauen. Sie merken, die Unruhe hier im Hintergrund deutet sich an. Und zwar müssen wir einerseits jetzt schauen, dass der Computer das zeigt, was wir gerne möchten, was er zeigt. Und andererseits den Computer hier herrichten für Ihre Fragen. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die hier, jetzt werde ich hier etwas angeleuchtet, die hier vor Ort sind, können sich auch schon mal ihre Fragen überlegen. Und wichtig ist natürlich, wenn ihr eure Fragen stellt, dass ihr auch kurz nach vorne kommt, weil sonst können die Leute sie natürlich nicht sehen. Und das wäre ungünstig. Auch nochmal der Hinweis, wenn Sie bei YouTube uns zuschauen und Fragen stellen möchten, Sie müssen bei YouTube registriert sein in irgendeiner Form. Das haben Sie wahrscheinlich aber in den letzten Minuten schon rausgefunden, wie das funktioniert. Und es ist so, dass Sie einen ungefähr 40 Sekunden Verzug haben. Das heißt, was ich gerade sage, Sie denken vielleicht, ich sage das in diesem Moment, ich habe es aber bereits vor 40 Sekunden gesagt. Was bedeutet, dass wir sozusagen nicht sofort sehen, wenn Sie etwas fragen, sondern eben erst einige Momente danach, also sehen Sie es uns nach, wenn wir dann nicht unmittelbar darauf eingehen, sondern die Fragen eben sammeln. Vielleicht Ulf, wenn du, Ulf Plesentin ist so eine Art Brigitte Büscher heute Abend, das heißt, er nimmt die Fragen aus dem Publikum auf. Ich glaube, man kann dich noch nicht sehen. Vielleicht kannst du einmal den Tisch, ich schaue mal gerade an der Kamera, ich gehe mal hier rum, ob man dich auch sehen kann. Ja, genau, so ist das sehr gut. Das heißt, Ulf Plesentin wird Ihre Fragen sammeln und dann entsprechend uns ein Signal geben, dass wir dann Rosel die Frage stellen können. Aber dann bitte ich jetzt erstmal um die erste Frage aus dem Publikum und sehe Volker Krech mit der ersten Frage und bitte dann einmal hier nach vorne zu kommen. Ja, vielen Dank, liebe Rosel, für den anschaulichen und wie immer sehr vitalen Vortrag. Meine Frage richtet sich auf spezifisch religiöse Gesichtspunkte des Schlangenmotivs. Du hattest ja kurz auch eingeblendet, die Schlange spielt in der Bibel eine Rolle, in der christlichen Religionsgeschichte dann als eher die Listige und die Verführerin und so weiter. Durchaus ambivalent, nicht nur böse, sondern immerhin bringt sie auch die Erkenntnis, sonst könnten wir hier gar nicht stehen. Genau. Ne? Und so. Und jetzt an deinem Material, also kannst du Unterschiede bemerken und uns sagen, zum einerseits spezifisch religiösen Gebrauch des Schlangenmotivs im Unterschied dann zu einem normalen, agrarischen zum Beispiel, ne, oder medizinischen, man kann ja gebissen werden oder man kann Schlangengift auch zum Heilen nehmen und so. Also kannst du Unterschiede zwischen einem religiösen und einem nicht religiösen Gebrauch uns etwas verdeutlichen? Ja, danke, das ist eine schöne Frage. Wahrscheinlich mit die schwierigste Frage, die man an das Material stellen kann.
Denn das ist ja genau das Problem, ne? Dass ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Teil meiner Forschung hier vorgestellt und bin ganz bewusst in einer bestimmten Zeit geblieben, um tatsächlich beim Material zu bleiben. Und nicht, man fängt schnell an, wild rumzuspekulieren, wenn man mit Schlangen zu tun hat und meint, dass die alles abbilden würden und hat auch schnell seine eigenen Vorstellungen, die aus seiner eigenen Kultur, man ist ja geprägt durch seine eigene Kultur, bringt man da schnell rein. Bleibe ich kurz bei dieser frühen Zeit, dann würde ich sagen, der religiöse Aspekt ist insofern da, dass sie eben einen bestimmten Reich der Umwelt abbildet. Und wenn ich jetzt mal behaupte, dass im alten Orient nicht so sehr, wie soll ich das nennen, religiöse Bereiche von anderen Bereichen ständig abgetrennt wurden, sondern dass die sich, das gab es natürlich, innerhalb von Ritualen hat man spezielle Bereiche aufgemacht, wir hatten die Tempel gesehen, da wurden solche sakralen Bereiche abgegrenzt, um das Ritual durchführen zu können. Aber im Großen und Ganzen, und das zieht sich doch durch den alten Orient, durch drei Jahrtausende durch, durchdringen sich diese beiden, sagen wir mal, sakralen und nicht, also säkularen Bereiche. Und spannend wird es immer dann, wenn man sieht, dass die Menschen das selber auch thematisieren. Weil das zeigt uns, dass sie tatsächlich so etwas, so eine Vorstellung, was wir Religion nennen, hatten. Und in diesem Fall würde ich sagen, dass ihnen das klar war, in dem Moment, wo sie die Schlange nehmen aus der Wildnis und zum Tempel bringen, da manipulieren auf eine bestimmte Art und Weise, sodass sie, ich nannte das gezähmt, man hat es ja deutlich im Bild gesehen, entspannt, verändert, zurückgebracht wird aber wieder. Man sieht also, raus aus einem vielleicht nicht religiös verstandenen Bereich, hinein in einen religiös konzeptualisierten Bereich, aber dann auch wieder zurückbringen. Und das würde ich sagen, ist auch eine der typischen Vorgehensweise altorientalischer religiöser Praxis. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele weitere Beispiele bringen aus dem zweiten und ersten Jahrtausend. Ich hatte das auch ehrlich gesagt erst vor. Ich wollte so einen Ritt durch drei Jahrtausende machen, aber beim Vorbereiten des Vortrags ist mir aufgefallen, das ist nicht möglich. Also ich müsste hier noch mindestens zweimal stehen, für jedes Jahrtausend einmal, um die wichtigsten Elemente darstellen zu können, damit es eben nicht so ein Wischiwaschi wird, so ein großes, ne, das, die Schlange kann das sein und dieses und sie ist böse und sie beißt in den Apfel und sie verführt die Eva. Da ist man schnell. Man muss wirklich, und das habe ich versucht, sie da mitzunehmen, zu zeigen, man muss wirklich das Material verstehen. Und wie gesagt, das hat jetzt Jahre gedauert, nur dieses eine Siegel komplett zu entziffern, um verlässliche Aussagen machen zu können. Sonst sind wir zu schnell dabei, so Aussagen zu machen, die nicht wirklich belegbar sind, die uns nicht weiterhelfen in der Religionsforschung. Ja, vielen Dank. Sie merken, der Ritt durch die Jahrtausende, das ist in den Altertumswissenschaften etwas, was mitunter möglich ist. Bei mir zum Beispiel, der ich mich mit modernen Medien beschäftige, da sind Monate ja schon geradezu lange Zeiträume. Ich schaue nochmal hier in die Runde und sehe eine weitere Frage von der Kollegin Gina Derhardt. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Rose, für den spannenden Vortrag. Ich hätte anschließend an die letzte Frage eine kleine Frage zu dem Schlangenbeschwörer. Mhm. Kannst du ein bisschen darüber was erzählen? Wurden die Schlangenbeschwörer ausschließlich als religiöse Spezialisten ausgebildet oder nicht? Und weiß man etwas über diese Ausbildung, beziehungsweise weiß man auch etwas über die Riten, die sie dann mit den Schlangen durchgeführt haben? Ja, die Frage habe ich natürlich erwartet. Das ist schade. Weil wir wissen tatsächlich nicht so wahnsinnig viel über die Schlangenbeschwörer aus späterer Zeit. Wir wissen, sie waren an Tempel, die bestimmten Göttern zugewiesen waren, also bestimmte Götter waren Herren dieser Tempel. Da waren Schlangenspezialisten auch tätig. Und wir wissen, dass sie einen Lederbeutel hatten. Aber leider nicht viel mehr. Das ist problematisch und von daher ist die Erkenntnis, die ich hier aus anhand dieses Siegels machen konnte, so wichtig, weil man tatsächlich hier mal diesen Ritualfachmann in Aktion sieht. Ja, wir wissen, dass sie bezahlt wurden. Ja, und dass sie halt zu bestimmten Tempeln gehörten und zu anderen nicht. Aber und sie waren dadurch natürlich religiöse Spezialisten. Und ist leider problematisch. Interessant ist in dem Zusammenhang, um das vielleicht noch zu sagen, dass es eine Entwicklung gibt des Schlangenbeschwörers im ersten Jahrtausend dann. Also noch jünger als diese Tempelbediensteten, die ich gerade erwähnt habe, in der Zeit noch weiter vorgerückt. Im ersten Jahrtausend werden sie sehr stark an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Also da agieren sie zusammen mit Akrobaten und Hexen und was nicht alles, Feuerschluckern und was wir da alles haben. Das sind alles ganz wichtige, auch Ritualfachleute, würde ich sagen, die in bestimmten Riten oder in bestimmten Zusammenhängen tätig werden. In diesem Zusammenhang finden wir dann den Schlangenbeschwörer. Aber da hat wieder mit Sicherheit ein großer Bedeutungswandel stattgefunden und auch in seinem ganzen
Standing innerhalb der Gesellschaft hat sich da viel geändert. Ja, also er wird wirklich so an den Rand der Gesellschaft gedrängt und war mehr so gefürchtet, denn verehrt. Vielleicht auch beides. Ja, vielen Dank, Rosel, auch für die Antwort auf die Frage. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir Fragen im YouTube-Chat. Sie sind weiterhin aufgerufen, Ihre Fragen per YouTube auch loszuwerden. Und ich frage Ulf, lesen Sie ihn einmal mit der Bitte um die Frage. Ja, wir haben eine Frage im YouTube-Chat. Wow. Von Gerrit Lange. Mhm. Und zwar wird gefragt, was bedeutet es denn, dass die Schlange auf dem Rollsiegel im Zeichen des Adlers gefangen und im Zeichen des Skorpions freigelassen wird? Genau. Sind das gegebenenfalls Zeitangaben? Mhm. Ja, hallo Gerrit. Schön, dass wir uns hier auch wieder treffen. Genau richtig beobachtet. Ich habe es versucht, kurz zu erwähnen, mit Gruß nach Marburg übrigens. Ich gehe davon aus, weil anders kann man es nicht deuten. Sie befinden sich oben am Himmel sozusagen als Kennzeichnung von etwas, was nicht unmittelbar mit dem Ritual zu tun haben kann. Und ich habe da recherchiert und tatsächlich passt es sehr gut, dass dieser Seevogel, Seeadlervogelzug, richtig? Ich habe lauter so Zungenbrecher drin. Seeadler genau in der Zeit, wenn das Feld bestellt wird, über den Iran hinwegziehen. Das passt sehr gut. Und der Skorpion ist tatsächlich problematisch. Mit dem beschäftige ich mich auch schon sehr länger. Und ich möchte nicht alle meine tollsten Ergebnisse jetzt hier heute in die Welt posauen. Aber es geht in die richtige Richtung. Es muss eine Zeitangabe sein. Nur, ich mache es mal geheimnisvoll. Ob es eine große Zeitangabe ist, sagen wir mal, tatsächlich ein Sternzeichen am Himmel bedeutet oder vielleicht etwas Kleineres, was nur eine bestimmte Tageszeit betrifft, lasse ich mal so offen. Okay, vielen Dank. Sie bleiben dran bei den nächsten Veröffentlichungen der Kollegin, die möglicherweise dann auch dieses Geheimnis lüften wird. Ich schaue noch einmal in die Runde. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für ein oder zwei Fragen und blicke ins Publikum, wo ja auch der ein oder andere Experte sitzt, der sich, sagen wir mal, mit einer ähnlichen Region befasst oder sogar teilweise mit der gleichen Region befasst, mit der wir uns heute zu tun hatten. Gibt es noch Fragen hier im Raum? Ich könnte sonst selbst noch kurz was sagen, mir fällt gerade noch was ein. Wenn dir gerade noch was einfällt, ergänzt das eben, dann schauen wir noch mal kurz, was bei YouTube los ist und dann entlassen wir die Leute auch natürlich in den Abend. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, da können noch mal alle weiter darüber nachdenken, dass diese Unendlichkeit der Schlange offenbar sehr stark thematisiert wird. Und Volker hat ja gerade gefragt, religiöse Bedeutung, und da bin ich dran. Also das ist sicherlich eins der wichtigsten Momente, die in dieser frühen Zeit beginnt und mit diesem Tier transportiert wird, an dem sich abgearbeitet wird, um sowas wie eine Unendlichkeit darstellen zu können. Und nichts ist besser geeignet als eine Schlange. Also das Keilschriftzeichen für Schlange zum Beispiel später, das Bild, was sich dahinter verbirgt, die Schlange, steht vor allen Dingen für die Schlange natürlich, aber sonst für Länge. Ja, es wird immer dann benutzt, wenn man etwas besonders Langes sozusagen abbilden möchte. Ja, vielen Dank. Ich sehe, Sie wissen, wir haben, ich glaube, dass ich immer so ein bisschen nicht zu sehen bin, wenn ich mich hier hinstelle. Ich muss, glaube ich, ein wenig zurückgehen. Vielen Dank, Rosel. Ich höre, dass es eine weitere Frage gibt. Ulf Plessentin? Ja, es gibt eine Frage, die online gestellt worden ist. Und ich hoffe, dass ich das richtig aussprechen kann. Wieso wird gerade Ereshkigal als Göttin der Unterwelt, als Schlangengöttin dargestellt? Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, das ist natürlich vielleicht von einem Kollegen auch eine Frage. Jetzt befinden wir uns natürlich in einer ganz anderen Zeit, Ereshkigal. In der zweiten Jahrtausend haben wir natürlich dann haufenweise, Hunderttausende von Keilschrifttexten, die uns viel über die Götterwelt und religiöse Vorstellungen sagen. Und da kennen wir dann eben auch die Ereshkigal aus Texten und wissen, dass sie die wichtigste Göttin der Unterwelt ist und mit solchen Tieren assoziiert wird. Und wenn ich jetzt sage, dass zwischen dieser Zeit und dem, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, 500 bis 1000 Jahre, kann man bald sagen, liegen, da ist natürlich sehr viel passiert. Und die Schlange hat natürlich auch andere Bedeutungsaufladungen erfahren. Und eine davon wird sicher sein, dass sie als tonisches Tier, also der Erdverbundenheit, frönt und eben auch natürlich mit der Unterwelt assoziiert werden muss. Sie lebt in der Erde und sie kommt aus der Erde heraus. Dass sie auch da verortet wird, kann fast gar nicht ausbleiben. Aber ich möchte behaupten, dass auch hier trotzdem
dieses Element der Fruchtbarkeit bestimmt nicht verloren gegangen ist, denn auch die Unterwelt ist sehr fruchtbar. Ist das jetzt ein schönes Schlusswort, frage ich mich. Auch die Unterwelt ist sehr fruchtbar. Wir nehmen das mal als Schlusswort. Vielen Dank nochmal, Rosel Pinkenz, für den Vortrag, für den Auftakt heute in diese Reihe. Eine Religion kommt selten allein. Und der nächste Vortrag ist, wenn ich mich nicht täusche, am 10. Januar. Volkhard Krech wird dann über religiöse Vielfalt im Ruhrgebiet sprechen. Wir nehmen also sozusagen den historisch ältesten Punkt und den historischen jüngsten Punkt als die beiden Auftakte gewissermaßen unserer Reihe. Und ja, dazu sind jetzt natürlich auch wieder alle herzlich eingeladen, am 10. Januar um 18 Uhr sich hier zuzuschalten. In diesem Sinne, vielen Dank heute Abend, vielen Dank nochmal Rosel und ja, einen angenehmen Abend, frohes Fest, guten Rutsch und auf Wiedersehen. Ich bedanke mich für die Schlangenerfahrung.